irgendwann muss ich ja mal wieder anfangen und ich habe jetzt einfach mal einen spontanen Moment gewählt, ohne mir vorher Gedanken zu machen, das brauche ich wohl mal, einfach so mich in diesen Gartenrundgang schmeißen, den ich für euch kreieren werde. Ich stehe jetzt ganz am Anfang und hier vor meiner Nase ist der Garten und es ist ja nur der halbe Bereich. Hinter mir befindet sich auch noch ganz viel und wir werden hier mal rumtingeln. Ich habe hier ein ganz einfaches Stativ, deswegen so wie sonst so schön abwechslungsreich und ein bisschen aus der Ferne. Das fällt heute mal aus, aber das ist durchaus ein Format, was ich auch ganz gerne filme. Und ich werde euch einfach mal einfangen, wie es derzeit aussieht bei mir. Wir haben Regenwetter, das ist quasi eine Regenpause seit ein paar Stunden. Und ich finde, dann ist der Boden auch ein bisschen dunkler und macht Spaß. Und ich würde mit euch ganz gern hier einmal rumgehen. Also fühlt euch herzlich eingeladen, eine Runde mitzukommen, so die Fortschritte zu genießen. Also das, was die Natur alleine schafft und den Teil, wo ich dann unterstützend unterwegs bin, beziehungsweise hier in meinen Konzepten und natürlich auch Rahmenbedingungen, die ich hier vor Ort habe, an die ich mich anzupassen habe. Ja, wo fangen wir denn an? Ihr kennt ja meinen Garten generell, aber ich würde sagen, da gibt es auf jeden Fall Fortschritte. Da könnt ihr gespannt sein. Vorne, hinten, egal wo, ist irgendwas am Sprießen und ich habe einige Pflanzen im Boden gebracht. Direkt vor meiner Nase wird das Kiholbeet, das lassen wir aber jetzt am Anfang aus. Ich bin hier schon ganz oft rumgegangen, aber ich möchte ein bisschen für Abwechslung sorgen. Wir gehen hier einfach mal von der Seite ran. Ich habe überall so ein bisschen Vogelfutter verteilt, da hatte ich noch was. Ist leider auch teilweise nass geworden, deswegen habe ich gleich alles verteilt. Habe ich leider draußen vergessen. Hier unten haben wir immer noch die Pflänzchen, die ich angepriesen habe, wobei ich mittlerweile sage, keine Königskerze, sondern der Fingerhut müsste das sein. Ja, da habe ich so verschiedene Pflänzchen, Nachtkerzen, da an der Ecke haben wir noch die Kronlichtnelke, Spitzwegerich, damit habe ich die Seite abgefrühstückt. Pflanzen wiederholen sich hier. Ich möchte euch aber, da wir hier einmal sind, zeigen, hier habe ich noch so Töpfe und der eine oder andere dürfte sich gefragt haben, was das so auf sich hat. Ich schaffe hier einfach Lebensraum für Tiere. Im Moment ist es so, dass es so aussieht und die gerne wieder befüllt werden dürfen. Bei dem sieht es halt genauso aus, deswegen die Mehrzahl. Und das ist der Blühwiesenstreifen, wie ihr sehen könnt. Da hat sich was getan. Ich habe jetzt alles frei, auch hier so die Wege. Das Einzige, was ich machen muss, ist hinter mir die Steinpyramide nochmal stabilisieren, denn der Rand ist nicht ganz so schön. Hier vorne ist soweit alles okay, aber jetzt hier am unteren Rand, da darf ich irgendwie nochmal beigehen. Vielleicht finde ich dann nochmal ein paar Steine, dass die Pyramide von unten auch den Halt kriegt, weil da ist nur Erde. Ja, irgendwann macht der Regen seinen Dienst und dann fallen mir die Steine runter. Das will ich natürlich vermeiden, aber so die Anfänge zeigen sich schon. Hier ist das Tomatenbeet, da ist vom Mulch ein bisschen Gras durchgekommen, das ist aber recht oberflächlich. Aber was ich hier Schönes entdecken durfte in den letzten Tagen, ist, dass hier schon überall Kapuzinerkresse durchkommt. Überall so kleine Pflänzchen, die kann ich dann auch wunderbar verteilen. Und als Bodendecker hier bei den Tomaten kam das bisher ganz gut. Also ich sehe jetzt hier allein schon 7, 8 Pflänzchen, 9. Da kommen bestimmt noch mehr zum Vorschein. Die verteilen ihr Saatgut ja ganz gut alleine. Ja, und was gibt es Tolles zu zeigen? Hier über mir hat sich was getan. Da habe ich jetzt ein Dach drauf. Wieder, das alte war marode. Da habe ich mir letztes Jahr was besorgt. Das hat die ganze Zeit im Keller gelagert. Und jetzt ist das halt hier raufgekommen. Hier ist die eine Hälfte. Die andere Hälfte zeige ich euch noch, wo die jetzt liegt. Ja, und vom Tomatenbeet rüber hierher haben wir dann einmal die Himbeeren, die ich dann so ein bisschen überall längs leiten werde, so dass es die Tomaten nicht stört und ich überall noch gut rankomme. Da sammle ich so gerade meine Erfahrung mit den Himbeeren. Bisher finde ich das ganz gut. Und auch hier den Eingang, den Bereich, da möchte ich nachher schön Totholz haben, in der Mitte am besten bedeckt, damit da nichts nachwächst. Aber derzeit ist es so, wie es ist. Und da darf ich erstmal beobachten, wie sich das entwickelt. Ja, der Bereich ist soweit fertig. Hier ist noch ein bisschen Grünkohl, wo ich naschen darf, will in die Blüte gehen. Das sieht nämlich ganz stark danach aus, nicht nur hier, sondern wenn wir mal weiter tingeln zum anderen Grünkohl. Das steht hier nämlich in seiner ganzen Blüte, beziehungsweise in seiner ganzen Stärke. Und hier kommen die Blüten langsam zum Vorschein, bildet Saatgut. Aber die Blätter sind nach wie vor sehr lecker und gut naschbar. Ich bediene mich nach wie vor. Das gibt Lebensenergie. Direkt aus dem Garten mit Liebe angebaut. Da wartet schon was. So, hier die Ecke möchte ich noch mitnehmen, weil da gibt es auch einige Sachen.
die jetzt zu bestaunen sind. Den Namen hier habe ich vergessen. Blau-Lila. Das dürfte wahrscheinlich wieder ein Fingerhut sein. Na, schau mal, was ich hier vergessen habe. Steinpyramide, alles ein bisschen am Wachsen. Da ist die Lemon Queen. Da vorne, die habe ich ja umgesetzt. Ein bisschen wächst sie hier noch weiter auf dem Weg. Jetzt hatte ich gerade einen Zaungas, da bin ich ein bisschen rausgekommen. Wo mache ich denn weiter? Ich denke, hier auf der Ecke habe ich alles gezeigt, aber ich würde ganz gerne nochmal auf die andere Seite des Food-Sharing-Stands. Das ist einmal das Exemplar. Ihr könnt euch erinnern, da habe ich ja mal fleißig getüftelt in den ersten Jahren. Jetzt suche ich mir mal eine Stelle, wo ich hier rüberstiefeln kann. Nicht, dass ich das Gartentor nehmen könnte, aber das mache ich eigentlich ganz gerne. Einmal über den Zaun, ich bin ein langes Elend. Ja, hier ist mein Food-Sharing-Stand oder unser, den wir hier nutzen. Von dieser Seite sieht das so aus. Vom lieben Klaus aus Kiel kommen diese Worte: Nimm mit, was du verbrauchst, lass liegen, was andere freut. Danach geht das hier. Jetzt im Moment natürlich leer. Und am liebsten, wenn ich nachher Ernte über habe, frisch geerntet, da muss ich hier dann nochmal ein Schild hin machen. Was ich euch zeigen wollte, sind hier die Osterglocken, ja, die so langsam ausblühen. Die Farbe ist ein bisschen veränderlich hier jetzt über den Filter beim Handy. Ich habe noch lebhaft drin, vor allem an so Tagen wie diesen. Ja, und dann können wir eigentlich im Uhrzeigersinn weitergehen. Wobei, da entdecke ich gerade noch was, bevor wir hier zu dem Beet gehen. Ist da vorne, und wir waren ja gerade beim Klaus, der hat mir mal ein Geschenk mitgebracht. Wir hatten auch eine tolle Zeit, sind tolle Videos entstanden. Und er hat mir dieses Pflänzchen quasi mitgebracht. Das, was ihr jetzt hier seht. Das hier. Aber das möchte ich euch von Näheren zeigen, denn er hatte mir ursprünglich einen Pflaumenbaum mitgebracht, der veredelt war. Und hier kann man das noch ganz wunderbar sehen. Hier ist so diese dickere Stelle. Und dieser obere Teil und der untere Teil, das sind zwei verschiedene Pflanzen. Und aus dem unteren ist jetzt ein bisschen was rausgekommen, was derzeit schon so ungefähr eine Höhe von 1,60, 1,70 erreicht hat. Das geht hier schon bis hier hoch. Da bin ich wirklich gespannt, was da nachher bei rumkommt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass das weitergewachsen ist, weil die letzten Jahre, es war durchaus so ein kleiner Kampf, die Pflanze am Leben zu erhalten, weil gerade so die Quecke hier überall unter mir, die nimmt ihren Raum ein und vertreibt natürlich auch andere Pflanzen. Da ist auch wieder Quecke zwischen, aber ich habe so viel weggemacht, wie es nur geht, und hoffe, dass es dieses Jahr ein bisschen besser ist und die Pflanze ein bisschen mehr Raum kriegt. Aber es ist ja bisher ein gutes Signal. Hier soll nachher wieder Mais rein. Die Stangenbohnen dürfen dran hochranken und in der Mitte so Kürbispflanzen. Habe aber auch noch Kletterspinat am Start. Und andere Pflanzen kommen hier sicherlich dann auch noch rein. Hier vor meiner Nase habe ich noch Wirsing aus dem letzten Jahr. Da hatte ich Hoffnung, dass irgendwie noch Blätter kommen. Aber da hier jetzt schon Saat kommt, erwarte ich dann nichts. Das ist dann halt mal so. Ich experimentiere ganz gerne. Schon von Anfang an. Eine Kohlmeise. So, und wo gehen wir mal weiter? Ich würde mal sagen, ich gehe da mal hin, wo ich gestern und heute zugang war, beim Kiholbeet, dem selbstdüngenden Beet. Das Selbstdüngende daran ist quasi der Kompost in der Mitte, beziehungsweise diese ganze Dynamik im Beet. Da verteilt sich einiges und man hat durch das Anbauprinzip natürlich einen kurzen Weg zum Kompost und kann dann da alles Mögliche raufschmeißen. Wobei ich jetzt hier in dem Bereich noch nicht gejätet habe, aber in der Mitte findet sich natürlich richtig gute Erde, die ich auch im Beet noch wieder verteilen könnte. Ansonsten durch die Dynamik mit den Würmern etc. pp. Verteilt sich da auch so schon einiges im Beet. Ich habe hier ein bisschen unverhältnismäßig das Ding angelegt. Also die Seite ist ein bisschen breiter als diese. Die ist leicht schmaler. Aber nichtsdestotrotz bietet sich das hier immer an für tollen Anbau. Ich freue mich auch dieses Jahr. Hier ist richtig Power drin. Bin mal gespannt, was da nachher dann sich alles verträgt und zusammen heranwächst. Und hier an der Stelle habe ich nochmal Möhrchen aus dem Vorjahr. Und ich freue mich ganz besonders, weil die werden in die Blüte schießen. Da wird auch was kommen und dann, das wird hier richtig schön. Also die Insekten werden sich freuen. Wer da so vorbeikommt, hat dann seine Freude. Hier war ich nicht bei, sieht man. Da ein bisschen an der Ecke habe ich angefangen. Aber hauptsächlich habe ich mich heute hier rum gekümmert. Da muss ich jetzt aber erstmal einen Weg zurückfinden. Von hier komme ich da nicht hin. Durfte beim Jäten erkennen, dass hier wirklich sich der Humus weiter aufbaut. Ist ja auch ein bisschen was schon drin gewesen, wobei ich natürlich mit der Holzkohle schon eine Weile aussetze. Da haben sich hier einfach die Regeln geändert und somit lebe ich mit dem, was ich habe. Und ja, in der Not wird man erfinderisch, beziehungsweise findet zu dem Thema wieder Leben bringt Leben, und so baut sich das hier auf.
Ja, vor meiner Nase vier Salate reingekommen. Da kommt noch eine Tomate rein und da eine Tomate. Das ist quasi dann eine Mischkultur. Da werde ich auch dementsprechend dann noch Stangen im Boden machen, damit die Tomaten dann auch ihr Seilsystem wieder kriegen, wie aus den vergangenen Jahren. Wer das nicht kennt, da werde ich mal einmal ein Video verlinken. Da bin ich ein bisschen mehr drauf eingegangen und habe, meine ich, auch erzählt, wie ich so mit den Tomaten umgehe. Wobei sich das von Jahr zu Jahr verfeinert und ich da wachsen darf. Ja, Tomaten. Dieses Jahr werden alle Tomaten ein bisschen mehr Platz kriegen. Ich habe sonst immer eng auf eng. Und ich werde die ein oder andere auch oben irgendwann abschneiden, damit das Ganze nicht überhand nimmt. Von dieser Seite, weil wir gerade mal da sind, hier der Kartoffelacker. Ich sage jetzt mal der ehemalige, denn es wird nur noch ein Teil Kartoffelacker. Hier möchte ich irgendwie andere Sachen machen. Hier rechts darf ich da noch bei. Haben sich auch die Brennnesseln eingeschlichen, sehe ich gerade. Ja, und da vorne wird es gleich ganz spannend in diesem ganzen Bereich. Da ist einiges reingekommen. Ich möchte euch aber einmal noch mal die andere Seite zeigen. Hier ist einiges nachgewachsen und hier haben wir auch noch den Thymian. Hier so eine kleine Festung. Da ich aber gesehen habe, dass da noch viel Gras zwischen ist, so wie sich das jetzt auch deutlicher darstellt, wollte ich da noch mal in Ruhe bei. Hauptsache kriege ich ein bisschen Wasser, bleibt am Leben. Hier mein Sonnenplätzchen. Die Blühwiese habe ich bisher nicht weiter verfolgt. Ja, ich sag mal, da wächst ja schon einiges. Und irgendwann gehe ich da mal bei, wenn es dann soweit ist. Vielleicht bleibt es auch so. Mal gucken. Vielleicht ist das mal eine Stelle, wo das alles wachsen darf, wie es wachsen möchte. Hier vorne haben wir die Goldrute. Und wenn wir mal rüber gucken, die kommt auch schon überall. Da wird es hier wieder ein Summfest geben. Und hier an meinem Sonnenplätzchen, wo ich auch ganz gerne meditiere, nimm ich den Platz und lass mich nieder. Ich habe es in einem Video schon gezeigt. Und beobachte die Sonne beim Aufgang, aber wo sie gerade steht, die ist ja recht fix unterwegs, wenn man mal sich darauf einlässt. Die hat doch eine atemberaubende Geschwindigkeit in dem, wie wir sie beobachten können und wie sie weiter wandert. Heute sind es die Wolken, aber so mal vom Blickfeld geht es dann hier rüber und dann geht die da hinten irgendwann mal irgendwie unter. Ja, lohnt sich doch. Ich würde sagen, knackiger Gartenrundgang. Ich habe selber nicht damit gerechnet, dass ich das Feuer dafür noch finde. Ich habe aber hier für TikTok noch ein Video gemacht. Also wer da unterwegs ist, kann mich unter selbigen Namen finden. Da fällt mir das mal leichter und da habe ich auch öfter mal Livestreams. Mal mehr, mal weniger gut für mich. Wir wissen ja nun alles, was da so läuft. Und es ist nicht immer so die feinste Art und Weise unserer Menschlichkeit, der wir dort begegnen dürfen. Aber ich darf auch die positiven Seiten sehen und es entwickelt sich. Und das ein oder andere Mal ist es für mich sehr herausfordernd. Aber unterm Strich darf ich merken, so als Nebenbaustelle, die mir auch Spaß macht, ist das eine ganz feine Sache und bietet wunderbare Möglichkeiten. Denn nicht nur auf YouTube kann ich Menschen erreichen, sondern halt eben auch da. Und ich freue mich über jeden weiteren mehr, den ich anstecken darf. Jetzt sind wir hier einmal rum im Kreis. Den vorderen Teil komplett abgefrühstückt. Ja, hier sammle ich noch das ganze Totholz, dekorative Sachen. Hier hat sich soweit auch nichts verändert, außer dass ich hier mal, naja gut, mittlerweile weggefuttert. Hier unten, ja, da war der Rosenkohl schon unterwegs. Lohnenswert zu zeigen, würde ich sagen, ist hier noch die Akelei, weil die ist echt mal riesig. Da freue ich mich drauf. Ich weiß gar nicht mehr, welche Farbe wir hier noch hatten letztes Jahr. Das ist hier noch so ein Blühstreifen, also Blühstreifen, Anbau, Blühstreifen oder ne, Hotspot, je nachdem, aus welcher Richtung ihr guckt. So, und jetzt kommen wir zu einem Teil. Hier hat sich richtig was getan, denn ich habe da vorne diese Sonnenfalle, die Steine, die ihr sehen könnt. Vielleicht gehe ich mal von dieser Seite erst ran. Das habe ich einmal neu gemacht, weil das ist unter Beikraut begraben gewesen. Und ja, jetzt könnt ihr sehen, das Ergebnis. Macht was her und schenkt mir nachher auch die Möglichkeiten, gerade da in der Ecke so Pflänzchen anzubauen wie zum Beispiel Paprika oder Chili oder was auch immer. Hier der Bereich, da sind zwei Johannisbeersträucher reingekommen und die sind so klein, ich habe es einfach mal gemacht. Ich denke, die könnten ganz große Ausmaße annehmen irgendwann. Aber sie lassen sich sicherlich ganz leicht umpflanzen dann. Aber dieses Jahr wollte ich die dann jetzt erstmal hier haben, hat so intuitiv da reingefunden. Jo. Die Wühlmäuse haben sich auch gleich ihren Zugang gepackt, damit sie dann hier hinten irgendwie ganz leicht rumkommen. Da vorne waren dann die Erdbeerpflänzchen. Ja, da teile ich ganz gerne. Das ist dann auch so meine Grundeinstellung. Das Teilen mit den Tieren, da kann man sich ordentlich frei machen, wenn da mal
vielleicht eine Ernte fehlt, hat man eine ganz andere Grundlage, damit umzugehen. Das ein oder andere Mal tut es weh, aber so rote Beete, die haben ja schon mal komplette Ernten vernichtet, beziehungsweise haben sich daran genährt. Und ich freue mich für sie, sie konnten sich ernähren, ich hatte trotzdem genug und bin ja auch noch im Prozess und darf auch erstmal diese ganzen Zyklen und alles, was ich so anbaue, in diesen Jahreszyklus packen. Ne? Also mache ich Step by Step. Dann nochmal zur Aufteilung, hier Blühwiese, ich wurde gerade nicht ganz fertig. Dort ist Kapuzinerkresse reingekommen. Dort, wo die Stöckchen sind, das sind 4 Stück. Dreimal Zwiebel, das vierte hatte ich vergessen, habe ich schon gestern und vorgestern rum überlegt. Da vorne kommt Salat auch schon ein bisschen, das kann ich euch zeigen, wenn wir da weiter sind. Da haben wir Zwiebel- oder Knoblauchgewächse. Da haben wir nochmal 2 Reihen angesät, aber ich würde sagen, ich komme hier einfach mal rum. Und bevor ich da hinkomme, da wo das Stöckchen ist, da habe ich auch nochmal 2 Reihen. Eine müsste sein mit Radieschen und die andere mit Möhrchen. Ich habe da ja verschiedene Sorten. 2 Salate, da hatte ich so einen Träger mit 6 Pflänzchen, die anderen 4 habe ich euch schon gezeigt. Und hier vorne, und da könnt ihr auch mal so ein bisschen den Unterschied sehen, bis dahin geht es ein bisschen andere Erde. Ich habe hier oben Erde drauf getan. Ich habe ja diese 2 Hochbeete, so aus den ersten Jahren. Da ist ja eins kaputt und da findet die gute Erde hier mit rein. Also jetzt hier der obere Bereich und hier der untere, das ist die Erde, die hier schon war. Und da findet ihr auch mal was rein, was wieder Leben fürs Beet bringt. Aber das darf alles noch was haben. Das liegt auch jetzt alles offen. Mulchmaterial fehlt, so wie zum Beispiel hier rechts oder da vorne oder an anderen Stellen. Das kommt dann mit der Zeit. Das breche ich nicht übers Knie, so wie es passt. Hier habe ich, meine ich, nochmal Möhrenradieschen ausgesät. Hier müsste irgendwie noch, ja, was ich weiß gar nicht, was ich da habe. Ich glaube, es ist Sellerie. Jetzt mache ich nochmal einen großen Schritt. Ja. Beim Filmen die Tage habe ich dann auch mal gemerkt, dass sich hier so ein schönes Herz gebildet hat aus dieser Perspektive. Das wollte ich euch nicht vorenthalten. Ja, und mit der Zeit werde ich dann hierbei gehen. Das ist ja schon ordentlich vorgearbeitet. Da war ich sehr grob zwischen. Da wollte ich die Steine und alles wieder aufbauen. Ja, und dann werde ich mich vorarbeiten. Aber am Ende wird dann das erstmal wichtig sein, dass ich hier von der Seite hier einmal rumkommen, das Beet ist fertig, von dort bin ich fertig, dort ist grob vorgearbeitet, habe ich nicht mehr so viel vor mir, konnten auch andere Pflänzchen dann rein und hier der Bereich braucht nochmal richtig Liebe, hat aber definitiv schon, ja, durch die Vorarbeit einen sanfteren Start, würde ich sagen, weil da habe ich auch schon ordentlich was rausgeholt. Nachher rechts rüber, das Beet, da will ich mich natürlich auch drum kümmern, habe ich schon mal angefangen, sieht total wüst aus, gibt es nicht weiter zu erzählen, aber den Rhabarber möchte ich euch zeigen und auch gleich, was dahinter noch sich so getan hat, denn das Beet hat noch eine andere Seite. Rhabarber möchte in die Blüte. Hier haben wir auch überall Rhabarber. Ich freue mich auf die Ernte. Letztes Jahr hatte ich nämlich Pech. Da hat jemand was für mich eingemacht. Und leider, als ich dabei wollte, war leider Schimmel dran. Und so kann es kommen. Jo. Von der anderen Seite habe ich gesagt, wollte ich euch was zeigen. Erstmal hier nochmal gut zu sehen. Hier ist quasi auch eine Sonnenfalle zusammen mit der Weide. Hier ist es ein bisschen wärmer auch. Und hier ist noch der Totholzzaun. Ich habe euch gezeigt, der ist kaputt. Der hat neue Pfähle gekriegt. Hier, die Geschichtchen. Da freue ich mich sehr, dass ich das endlich mal geschafft habe, weil der Fluch immer weiter rüber. Man sieht hier auch noch überall die Spuren. Da sind so Geschichtchen. Wenn hier wieder Ordnung herrscht und so, dann wird das hier auch alles schier sein. Ich freue mich auch immer, wenn ich gerade Laub oder irgendwas, was rumliegt, zusammenhaken kann und in die Beete packen kann. Hier sieht das auch sehr gut aus. Also da ist kein Gras durchgekommen, sondern es hat sich so gehalten. Da haben wir nochmal Lemon Queen, hat sich richtig breit gemacht. Ach ja, die Krücke, die ich hier in den letzten Jahren irgendwann mal aufgestellt habe, die steht hier immer noch, leistet seinen Dienst. Und der Apfelbaum will jetzt tatsächlich mit seinen Trieben jetzt mal rüberwachsen. Da bin ich auch gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, so sieht's aus. Dann hier mal von der Seite. Hier habe ich, ist alles so ein bisschen im Prozess. Ihr wisst das ja, wo ich stehe, auch gesundheitlich, dass das seine Zeit brauchen wird. Und hier habe ich halt die Erdbeerpflanzen, das müssten Zwiebelpflanzen sein und 2 Knoblauchpflanzen. Hier sieht man, das ist schon unterschiedlich. Und dann hatte ich hier irgendwie noch Radieschen und Möhren. Hier ist das Hochbeet, was auseinanderfällt. Das sieht nun mal so aus der Zeit, dass die Erde, die bei dem Grassoden-Hochbeet oben drauf gekommen ist.
Die andere Hälfte des Daches ist hier hingekommen. Das habe ich vorhin mal so spontan entschieden. Gefällt mir richtig gut. Da kommen dann die Buschtomaten drunter. Ja, und hier hinten, so in dem Bereich, gibt es jetzt nicht so viel zu zeigen. Pavillon und so. Ihr kennt das ja alles, alles im Prozess. Weide, da können wir gleich hinkommen. Ich würde sagen, ich stiefel noch mal mit euch zum Bärlauch. Den möchte ich dieses Jahr noch raufkriegen. Vor allem in der Symbiose, wie er nun mal gerade hier wächst. Es ist schon richtig schön anzusehen, wie hier der Ehrenpreis sich mixt mit dem ganzen Bärlauch. Ich habe auch schon ordentlich genascht. Ab und zu mal Löwenzahn dazwischen, wie hier vorne. Auch eine sehr gesunde Pflanze. Im Frühling gibt es auf jeden Fall den Bärlauch-Knoblauch-Geschmack und Geruch gratis. Ja, hier ist noch so ein bisschen Baustelle, habe hier rumgesägt vorhin. Hier nochmal von der Seite, schönes breites Dach diesmal. Da werde ich natürlich, wenn ich bei der Außenküche beigehe, also hier so eine Außenküche entstehen, natürlich auch darauf achten, dass da nicht irgendwas in der Nähe ist, was gleich entflammbar ist. Vielleicht kommt der Grill auch ganz woanders hin, vielleicht sogar an die Stelle, das wäre vielleicht eine Idee. Ich wollte mal eine Außendusche bauen. Ich weiß, es sieht überall hier so ein bisschen wüst aus, aber ich komme auch irgendwo her und muss aufholen, was so die letzten Jahre passiert ist, vor allen Dingen im letzten Jahr. Und bin sehr glücklich, dass ich da stehe, wo ich jetzt stehe und das so weit genießen darf und auch wieder Fuß gefasst habe. Hier ist die Weide und zeigenswert, dass die Weidenhöhle hier wieder ein bisschen zusammenwächst. Ich habe das hier zusammengebunden, das kommt alles schön zusammen. Das ist nachher ein Traum im Sommer. Nicht nur im Sommer, auch jetzt schon. Hier sind allerhand Tiere dran, auch Schmetterlinge und Hornissen. Die lieben das einfach nur. Mein Holzlager möchte ich noch zeigen. So ein bisschen findet ja nach und nach hier so Holz drauf hin. Ich wollte es ja mal ein bisschen geordneter haben. Und das ist so das, was ich mir vorgestellt habe. Ja, Stück für Stück. Ich bleibe dran. Ansonsten gibt es noch zu zeigen, dass ja, die Liebstöcke schön gewachsen sind. Das ist jetzt das Pflänzchen da vorne. Und im Großen und Ganzen bleibt es jetzt dabei. Ich hoffe, dass ich demnächst weitermachen darf mit meinen Videos. Ich bin jetzt auf jeden Fall sehr erfreut, dass ich einen ganzen Gartenrundgang hingekriegt habe. Es war mir auf jeden Fall eine Riesenfreude. Und ich hoffe, wir dürfen uns dann auch bald wieder begrüßen. Und so ein bisschen die Natur genießen. Auch wenn das für euch virtuell ist. Im Idealfall macht ihr die Kiste jetzt aus und geht selber irgendwo raus in die Natur. Das heilt, das tut gut, vor allen Dingen in diesen Zeiten. Sich mit Mutter Natur zu verbinden, gibt Erdung. Ja, das hilft bei Angstproblemen und ja, alle anderen Themen sind ein bisschen komplizierter, aber bei Mutter Natur kann einem schon sehr viel helfen. Ich habe es die letzten Jahre wiederholt euch gezeigt und ja, auch letztendlich weitergetragen für jene, die offen sind und das auch letztendlich selber ausprobiert haben. Die Natur schenkt uns so viel Heilung, wenn wir uns darauf einlassen und ja, ich freue mich wieder hier zu sein, ich bin aktiv. Hatte meine Aussetzer, dieses Jahr ist echt krass, für uns alle sowieso. Ich persönlich auf meinem Weg darf mich nach wie vor in die Stabilität zurückkämpfen, die ich mir schon lange wünsche. Und es ist ein langer Weg, es geht Stück für Stück. Ihr habt ja auch, der eine oder andere hat auch mal mitgekriegt, dass es mir nicht so gut ging. Auch so in den Kommentaren, ohne dass ich jetzt noch ein Video zugemacht habe. War auch mal energetisch, emotional unterwegs, alle, die ich da irgendwie getriggert habe oder vom Kopf gestoßen habe. Es war natürlich nicht in meiner Absicht, ich bitte da um Verzeihung und um Verständnis. Es ist ein sehr dramatisches Jahr gewesen für mich, sehr extrem. Und ich habe noch einen Weg vor mir. Ich gebe aber mein Bestes und die Natur hat mir schon öfter schneller geholfen, als ich mich umschauen konnte. Und solange ich mich dann in der Natur, im Wald, hier im Garten aufhalte, bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Also in dieser Hinsicht, ich wünsche euch alles Gute. Ein schönes Wochenende steht bevor. Ich denke, das werde ich vorher schneiden und veröffentlichen. Und dann sehen wir uns wieder, wenn wir uns wiedersehen. Bis dahin, bleibt im Licht, in der Liebe, kommt in die Weisheit weiter. In die Erkenntnis, freischaufeln, was die Seele angeht, mit der Erde verbinden, auch mit den Sternen, mit dem Himmel verbinden. Es geht um Sonne, um Mond, um Zyklen. Das wird auf jeden Fall hier weiter reinfließen. Wir haben gerade Neumond durch, das ist die beste Zeit, um im Garten auch so mit der Aussaat zu starten. Kurz vorher ist auch schon ein guter Moment, aber so mache ich das. Ich habe jetzt ganz viel ausgesät und erhoffe mir dann natürlich auch die Freude später dran. So, bis zum nächsten Mal. Ich bin raus.